DAX Trading 27.06.2019 Tagesgewinn 850 Euro Quantenmechanik Autor D-Selzer McKenzie YouTube. Heute ist Donnerstag, der 27. Juni 2019 und es ist jetzt gleich 2:11 Uhr, aber ich bin schon bereits seit 9 Uhr mit meinem Trading am DAX. Es ist ja so, ich habe heute mal in freier Natur draußen in der Sonne liegend Trading gemacht am Smartphone. Ich habe ja zwei Smartphones, das eine ist direkt mit der Börse verbunden und das andere direkt in meinem Trading-Konto. Wir haben wir momentan selbst am Morgen schon um 8 Uhr etwa 35 Grad Hitze und da ist eine Wohltat, dass man draußen in der freien Natur seine Trading machen kann und nicht etwa im Börsensaal in Frankfurt. So, nun zeige ich, was heute Morgen geschehen ist. Es ist 9.01 Uhr, der DAX steht auf 12.294 Punkte und ich bin der Meinung, er geht nach oben und kaufte einen DAX für 12.294 Punkte. Um 9.05 Uhr stand der DAX bereits gestiegen auf 12.318 Punkten. Ich verkaufe und nehme den Gewinn von 24 Punkten am DAX mit. Um 9.13 Uhr steht der DAX wieder auf 12.306 Punkten, ich gehe von einem Rückgang aus und mache einen Leerverkauf über 12.306 Punkte. Um 9.25 Uhr ist der DAX tatsächlich gefallen und steht auf 12.310 Punkte, ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 6 DAX-Punkte mit. Jetzt um 9.28 Uhr versucht der DAX wieder zu steigen und er steht auf 12.304 Punkten und ich kaufe einen neuen DAX für 12.304 Punkten. Es ist inzwischen 10.05 Uhr geworden und der DAX ist tatsächlich gestiegen, er steht auf 12.327 Punkten. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 23 DAX-Punkte mit. Inzwischen ist es 10.08 Uhr, der DAX ist wieder gefallen auf 12.331 Punkte, ich gehe von einem Rückgang aus und mache einen Leerverkauf über 12.331 Punkten. Um 10.13 Uhr ist der DAX gefallen auf 12.324 Punkte, ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 7 DAX-Punkte mit. Um 10.14 Uhr versucht der DAX wieder zu steigen und steht bei 12.325 Punkten und ich kaufe einen neuen DAX für 12.325 Punkten. Um 10.22 Uhr ist der DAX gestiegen auf 12.332 Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 7 Punkten mit. Um 10.24 Uhr steht der DAX wieder auf 12.324 Punkte und versucht zu steigen, ich kaufe einen neuen DAX für 12.324 Punkte. Um 10.29 Uhr steht der DAX auf 12.331 Punkte, ich stelle glatt und nehme den Gewinn von weiteren 7 Punkten mit. Damit ist der heutige Trading-Tag für mich wendet und ich habe heute folgende Gewinne gemacht. 24 DAX-Punkte plus 4 DAX-Punkte plus 20 DAX-Punkte DAX-Punkte und DAX-Punkte plus 7 DAX-Punkte macht insgesamt 72 DAX-Punkte Gewinn, das sind etwa 850 Euro abzüglich Transaktionskosten.